Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Das letzte Mal sind wir ein bisschen überhastet ausgestiegen aus dem Spiel. Sorry dafür, da war irgendjemand an der Tür. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. So, und die letzten Tage hier, es gibt übelste Bauarbeiten hier vor meiner Fenstertür. Vor meinem Fenster. Ja? Und die machen ohne Ende Lärm. Das heißt, ich kann in den normalen Aufnahmezeiten, die ich sonst habe, hier irgendwie überhaupt nichts aufnehmen. Ich hoffe, jetzt gerade sehe ich draußen keine Bauarbeiter. Und ich hoffe, dass während der Session niemand auf die Idee kommt, den Bagger und den Presslufthammer draußen zu bedienen. Also probiere ich das mal, weil ich habe das einmal probiert, während die draußen gewerkelt haben und da hat man noch weniger verstanden als bei der letzten Folge, wo ich ein paar Tonprobleme hatte. Warum auch immer die da sind, ja? Ich habe nichts anders eingestellt gehabt als beim letzten Mal und ich habe auch jetzt wieder mit den normalen Einstellungen das Ding am Laufen und es funktionierte, also zumindest in der Probeaufnahme ganz gut. Ich weiß es nicht, Leute. Irgendwas will mich trollen. So, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir hier machen wollten. Wir hatten super wenig Soldaten. Schauen wir uns mal unsere Soldaten an. Hier, mehr verwundet als zur Verfügung. Und die zur Verfügung sind, sind drei Privates. Davon zwei Scharfschützen. Nicht besonders cool, das heißt, wir müssen neue Leute rekrutieren. Das Problem an der ganzen Sache ist das da oben. Wir haben keine Vorräte. Können wir mal hier reingehen. Da hätten wir den Justicon. Der kostet 25 Vorräte. Ja. Vor seiner Kontaktaufnahme dachte ich, dass der Sprecher tot sei. Oder nach der Auflösung des Rats andere Aufgaben. Den könnten wir nehmen. Ich habe auch eben ein paar andere Leute rein editiert, aber die tauchen hier nicht auf. Warum auch immer. Ja. Aber der Justicon ist zumindest mal hier drin. Also ich habe zum Beispiel den Blood-Scorpion reingemacht und so, aber die sind zumindest hier in der Rekrutenliste nicht drin. Vielleicht werden die uns angezeigt, wenn wir ins Hauptquartier rüberlaufen und dann da Leute rekrutieren. Gehen wir mal hier in unsere Weltansicht. Da gibt es Illyrium-Kristalle, das ist mal ganz gut. Aber wir wollten eigentlich hier vorne irgendwas mit Legierungen Infos abgreifen, ne? Aber hier, wenn wir kriegen, wenigstens ein bisschen Kohle. Ja, und unsere Trümmer werden weggeräumt. Das ist auch ganz gut. Wir müssen eine Schattenkammer bauen, müssen ein Energierelais bauen. Wo haben wir denn überhaupt was weggeräumt? Wir haben hier links was weggeräumt. Hier haben wir ein Energierelais eingebaut. Das ist eigentlich gar nicht so cool. Eine Werkstatt wäre hier ganz gut gewesen, glaube ich. Aber dadurch haben wir ein bisschen Vorräte bekommen. Und ich würde sagen, hier haben wir dann eine Werkstatt. Das heißt, wir müssen dann hier auch eine neue Energierelais auch irgendwann mal reinbauen. Wir haben hier wir haben schon zwei Energierelais, das heißt, ja gut, wir werden wahrscheinlich keins mehr extra brauchen, wenn wir die ganzen noch aufwerten. Wir werden noch eine Kommunikationszentrale brauchen. Und naja, aber erstmal räumen wir hier in 30 Tagen die ganze Sache hier frei. Wir können hier aus dem Energierelais vielleicht sogar einen abziehen. Können wir hier abziehen, ohne dass wir Energie verlieren? Groß. Ja, wir sind jetzt am Limit, aber das ist ja in Ordnung. Solange stecken wir den mal hier rein, damit das ein bisschen schneller geht.
So, und dann gehen wir direkt auch schon in die Rekrutierung und holen uns den Justicon direkt. Rekrutieren. Justicon. So, rutscht jetzt irgendeiner nach von denen, die ich gebaut hatte? Nein. Okay. Aber zumindest der Justicon ist schon mal da. Und als nächstes auf jeden Fall versuchen nicht auch die Psi-Kammer möglichst schnell in den Start zu kriegen. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Fortschritte gemacht. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. So, wir haben relativ wenig Infos, aber ich kaufe das trotzdem, weil ich möchte gerne wissen, was hier los ist. Ja. Das ist nämlich extrem scheiße hier, einen Block weiter. So. Vorräte, wir brauchen die Vorräte. Sind das so Gebiet noch nicht genau genug gescannt? Ah gut, der ist noch einen Tag, ne? Das machen wir noch zu Ende. Okay. So, dann gehen wir... Wo sind die Supplies? Wo hat er die gedroppt? Da ganz oben. Ranger berechnet neuen Kurs. Ja, hoffen wir, dass jetzt nichts irgendwie zwischendurch passiert, weil das wäre extrem kacke, weil wir haben keine Soldaten. Und wir brauchen jetzt erstmal die Vorräte, bevor wir unten dann im Hauptquartier neue Soldaten noch holen können. So, wir haben das Blue Screen Protokoll, das wird uns gegen Roboter ein bisschen helfen. Einsatz. Ja, wir haben jetzt einen Einsatz. Egal. Gefällt mir nicht, Leute. Gefällt mir nicht. Einsatz ansehen. Wir würden einen Ingenieur bekommen und Informationen. Das können wir enorm gut gebrauchen. Evakuiere die VIP. Einsatz starten, Leute. Auf dem westafrikanischen Sektor. Wir kommen nicht zur Ruhe. Wir haben nicht genug Zeit hier, um Zeug zu sammeln und so weiter. So. Hier müssen wir nochmal bearbeiten. Spitzname. Achso, das ging ja gar nicht. Löffel ging aber, oder? Steht hier. Und was ich auf jeden Fall auch machen wollte, ist auf dem Schwarzmarkt Lambert ein bisschen Aufwertungen gucken. So, wir haben auf jeden Fall einen Heiler mit Hexchen dabei, das ist schon mal ganz gut. Der Lesrak ist auch wieder da. Der Beru ist wieder da. Die Schwierigkeit ist sehr schwer. Wir haben einen Ranger mit Professor Creep. Haben wir noch Auswahl. Ja, den Justicon nehme ich jetzt nicht mit, der ist Rekrut. Wir müssen zwei Scharfschützen mitnehmen. Den A oder den Mishka. Beide gleich schlecht. Was hatten wir denn hier ausgebaut mit denen? Ich weiß es schon nicht mehr. Fähigkeiten. Also noch gar nichts. Sie haben erst die erste Stufe. Das heißt, sie sind noch völlig blank. Zielsicherheit können wir hochziehen. Aber wenn ich die Zielsicherheit hochziehe, dann eigentlich eher hier von Löffel. Ich glaube, die profitiert da noch mehr von. Schon eine Crit-Chance drauf. Kann nicht ausgerüstet werden. Ja, kommt Zielsicherheit. Weil er ständig Abzüge kriegt mit der Truppsicht. Das heißt, da geht was. So. Kampfsimulation. Hab ich da irgendwas? Ne, ich hab da nichts. Okay.
Ja, ein Specialist fehlt mir, ne? Oder ein Grenadier. Aber gut, jetzt müssen wir mit zwei Snipern auskommen und wir müssen einen VIP evakuieren. Das heißt, die müssen sich auch noch bewegen. Das wird nicht einfach. So, wir geben aber... dir dann mal hier was anderes. Wir fangen erstmal bei dem Hexin an. Hexin kriegt eine Medkit. Hexin hatte doch auch schon die Sonderfähigkeiten, die gut zu benutzen, ne? Moment, Soldatenfähigkeiten. Ja, hatte schon Sanitäter. Hat auch Übernahmeprotokoll. Heckenwert ist nicht so mega geil. Ich würde ihr am liebsten auch den Bonus auf Hecken jetzt hier reinhauen, aber wir haben ja nur einen Slot und ich denke, das Medkit ist besser. So, der Professor Creep bekommt von mir eine Blendgranate. Die hat sich als ganz nützlich erwiesen. So, der Lesfak bekommt auch eine andere Granate. Will ich eine Brand- oder eine Säuregranate mitnehmen? Ich glaube, die Säuregranate war ganz cool. So. Dann kann der Beru ja eine Brandgranate mitnehmen. So, und der... andere Sniper. Ja, eine Granate, ein Medkit oder eine Schuppenweste. Ich glaube, ich bleib bei der Granate. Weil sonst haben wir nämlich nur zwei Granaten hier vom Lesrak. Den Lesrak wollte ich noch mal ein bisschen bearbeiten. Inzwischen müsste ich auch Vollhelme haben. Hockeymaske, jawoll! Schlapphut. Ja, ich habe nur sowas hier. Der Sack ist noch nicht alles freigeschaltet hier. Weil er war mit seinem Helm nicht zufrieden. Das weiß ich. Vielleicht geben wir ihm sowas? Ah, dann kann man in die untere Gesichtshälfte nichts machen. Okay. Kapuze wollte er eigentlich auch haben, aber nee, das finde ich nicht so cool. Ich glaube, mit der langen Kapuze kannst du nämlich auch nichts in die untere Gesichtshälfte. Er wollte nämlich auch unbedingt eine Zigarette haben. Ja. Passt übrigens auch zum Besser, ja. Zigarette. So, dann geben wir ihm hier überhaupt keine Kopfbedeckung. Und dafür aber dann die handelsübliche Zigarette. Oder Zigarre? Nee, Zigarre nicht. Zigarren kann sich der Lesrak nicht leisten. Eine Zigarette. Ja. Sehr schön. Okay. Alles klar. Ja, das Team ist dann doch ganz in Ordnung. Und dann schauen wir mal. Einsatzstart. Messerchen trinken. Und auf das Beste hoffen. Ich habe übrigens gerade noch mal ein paar Comments durchgelesen. Besonders ulkig fand ich ja auch den Zwergenpaladin mit dem Tipp, ich soll doch mal die etwas schlechteren Leute auf leichte Einsätze mitnehmen. Ja, wann war der letzte leichte Einsatz zu Paladin? Ich würde gerne mal wieder einen haben. Finden Sie die VIP und geleiten Sie sie sicher aus dem Gefahrengebiet. Ich muss es wohl nicht extra erwähnen, aber lassen Sie keine Feinde am Leben. Kann nur besser werden. Also die letzte Mission, die war ja schon ziemlich fies. Mich wundert auch, dass der Beru noch schon wieder fit ist hier. Man, den alten Mann kriegt man nicht down. Was ich übrigens ganz cool finde, ist, habt ihr vielleicht jetzt gerade auch hier beim Lesrak und beim Beru gesehen, die Soldaten bekommen Narben.
automatisch halt, wenn sie verletzt werden und so. Menace 1-5, schicke Zielkoordinaten. Oh. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Oh. Advent weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Ja, wir haben diesmal niemanden in Verschleierung. Und wir haben einen neuen Gegnertyp. Habt ihr gesehen? Hier war so ein Viech. Das haben wir vorher noch nie gehabt. Und wenn ich da... Ich glaube, sowas ähnliches gab es bei XCOM 1 auch. Da, die waren da ziemlich shitty. Advent Troops here. Ja, wenn ich jetzt schon die Bluescreen-Dinger gebaut hätte, ey. Okay, Beru. Ah, gut. Gut schon mal hier alles. Wir haben ja überhaupt keine Deckung hier oben. No problem, boss. So. Löffel. Löffel sieht auch von hier momentan gar nichts. Das heißt, unsere Sniper sind erstmal total wertlos. Herzlichen Glückwunsch. Den Lesrak brauchen wir. Der hat ja nämlich Shreddern. Wir müssen Shreddern. Versuchen nicht zu nah beieinander zu stehen. Hier 100% auf den Roboter. Shredder ihm doch mal bitte ein bisschen Rüstung weg. Lesrak. Oder mach ihn mit einem Schuss platt. Super Lesrak. Den hab ich ganz sicher erwischt. Da haben wir wieder jemanden mit, der hier Arbeit verrichtet. So. Kann sogar noch was machen. Warum er aber jetzt nicht nachladen kann, ist mir ein Rätsel. Warum er sich jetzt nur noch bewegen kann. Bringen wir ihn mal wieder zurück. Wenn es sein muss. Ach, ich glaube, er hatte hier diesen Perk, ne, bekommen, dass er der aus den da ist schon wieder jemand an der Tür, aber Gott sei Dank ist Maike da. Die kann öffnen. So. Der Professor. Rücke zur Zielposition vor. 44% vom Professor. Hat nur eine Blendgranate. Fiona geht mal hier hin. Dann geht in Deckung. Eigentlich müsste ich ja mit der Dummheit der Gegner rechnen, dass er hier, dass er ein Schildträger, dass der automatisch sein Schild macht. Ich habe hier ein bisschen Chancen, mit der Pistole Schaden zu machen. Sehr gut. Ah, die Munition gilt also auch für die Pistole. Gut zu wissen. Das war mir bisher neu. Verstanden. Rücke ab. %48. Ein Schaden. Immerhin. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Wir haben auch noch den Bero, der kann auch noch schießen. Der Creep kann auch schießen. Probier mal Creep. 44%. Daneben. Aber der hat das Cover gerade weggesplittet, oder? Hat am Ziel vorbeigeschossen. Jo, kein Cover mehr. Hat dann jetzt Hexin die Chance? Ne, Hexin habe ich schon den Feuerschuss geschickt, ne? Aber der Bero, ah gut, 100%, der ist tot. Der
alte Mann. Hätte das auch. Obwohl, jetzt hat er ja kein Cover mehr gehabt. It's dead. It has to be dead. Gutes Messerchen. Da unten, der läuft der Bero als Warnhinweis. Dann können wir ihn direkt ein bisschen nach vorne schicken, den Bero noch. Die Runde ist schon mal ganz gut gelaufen. Wir haben allerdings auch schon wieder hier eine Rundenbegrenzung. Da müssen wir dran denken, dass wir hier nicht allzu sorglos spielen. Der Weg ist jetzt auch nicht so kurz. Und wir haben hier relativ wenig Cover, wenn ich das hier richtig sehe. Ich schicke das Häkchen mal hier hin. Können wir gleich mal versuchen, diesen komischen Turm da hinten zu hacken. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass man mit erfolgreichen Hackversuchen auch Boni auf Hacken bekommt. Ja, das haben wir natürlich das Problem, was ich eben ansprach. Die flanken uns jetzt. Wir haben hier kein Cover. Okay, wir lassen den Bero erstmal da stehen. Die Sniper von uns haben schon wieder keine Sichtlinie. So, wer steht denn hier drin? Wir haben hier einen Stunlancer, das ist scheiße. Weil die sind kacke. Wir haben einen Mech, der ist noch beschissener. Und wir haben einen Commander. Ich glaube, der Commander ist gerade nicht so schlimm. Wie sieht's mit einfach nur A aus? Einfach nur A hat als Sniper auch keine Sichtlinie. Der Lesrak kommt auch nicht besonders nah heran. Ich würde sagen, wir gehen nach hier. Ich gehe. Wir gehen in den Overwatch und ziehen alle zurück, die hier jetzt irgendwie rumlaufen. Und hoffen, weil momentan sind die hier, okay, der würde, wahrscheinlich kommt der Mech raus und schießt mit seinen Raketen hier rein. Das Häkchen steht ziemlich weit offen, das ist das Problem. Bin dabei. Aber entweder töten die unten Häkchen oder sie machen was. Was? Oh ne, nee, das war nicht gut. Ich glaube, die VIP stelle ich noch ganz hinten. Die soll nichts abkriegen. So, der Bero. Der ist wahrscheinlich das erste Ziel von dem Stunlancer. Den muss ich versuchen, noch ein bisschen weiter wegzuziehen. Und hoffen, dass der Stunlancer dann da nicht drankommt. Oder dass er im Abwehrfeuer fällt. Jo, Häkchen ist tot. Aber das konnte ich nicht verhindern. So, der Mech ist auch hin. Wir haben jetzt keine Heilung mehr für diese Mission. Feind ausgeschaltet. Boah, jede Mission stirbt einer, das ist echt zu krass hier. Komm, lass ran. Work! Yes. X-ray neutralized. Okay. Ja. Cool. Oder auch nicht. Zum Commander komme ich nicht hin. Ich habe Sturm und Schuss. Wenn ich den hier hinziehe, müsste ich den eigentlich flanken. Komm, Bero, räche Häkchen! Okay, er lebt noch. Zwei Lebenspunkte. I'm on it.
Löffel. Hostile terminated. Das einzig Gute ist, dass, na gut, bis auf den Toten, bis hier relativ wenig passiert ist. Die Tote. Wie gesagt. Aber das kann nur schlimmer werden. Bin dabei. Aber was lernen wir denn raus? Man sollte seine Soldaten, das, was ich gerade schon wieder gemacht habe, nicht weiterziehen, wenn einer sich nicht mehr bewegen kann. Lessack. Bin gleich da! Lessack müsste auch mal nachladen. Machete auch. Good to go. Okay, Löffel müsste eigentlich auch mal nachladen. Löffel schicken wir nach oben. Wir müssen noch auf das ganz andere Gebäude hier rüber. Das ist also nicht so cool. Vielleicht schicken wir eher... Wir nutzen diese Runde zum Nachladen. Aber mich kostet das jetzt schon wieder an, dass wir einen ziemlich guten Soldaten... Wir haben schon wieder einen Spezialisten verloren, ja? Also wir haben jetzt nur noch den Max als Spezialisten. Wird schon nichts passieren. Okay, bis hierhin keine neuen Feinde. Overwatch. Na los, zeigt euch! Sniper nach oben. Andere Sniper bleibt hier unten. Bestätigt, rücke aus. Biete Feuerschutz. Ja, das traue ich mich irgendwie noch nicht. Hier bleibt mal bei Löffel. Komische VIP. So, Machete. What's over there? Befehl bestätigt. Links. Ist klar, gut. Männer 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Ich glaube, was ich jetzt gerade so ein bisschen recht, ist, dass wir schlechte Rüstung haben. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Unsere Soldaten sterben halt momentan bei dem Stand, den wir so haben hier. Beim allerersten Schuss, wenn sie geflankt okay. werden, das ist... Okay, Gegner. Da ist dieser neue Gegnertyp. Boah, was hat denn der für Lebenspunkte, Leute? What? Okay, zumindest steht er im Offenen. Wir haben unsere Sniper-Sicht auf den. Löffel. Jo. Hast du. Und du hast auch heftiger Schuss, nicht wahr? 69% mit heftigem Schuss. Aber vielleicht lassen wir erstmal jemand anderen schießen. Der A. Naja, diese zwei Sektoiden, ich sehe gleich schon wieder irgendjemanden in Gedankenkontrolle verschwinden.
Lesrak. 50% auf den. Zieh dich mal ein bisschen näher rein. Muss. 56%. Granate. Mal so, könnte ich alle kriegen. Die ist für dich. Komm, Lesrak. Nice one. Kampfrausch, okay. So, wir haben Löffel. Löffel hat nur Sicht auf den und ich nehme nur die, ich nehme jetzt die 92%. Mir ist das nämlich zu wichtig, dass ich treffe. 8 Schaden. Okay. So, der A nimmt die 75% von dem Sektoiden hier. Perfekt. Feind eliminiert! Der Creep. Aber du hast nur Blendgranaten, ne? So, Machete. Exekutier mal eben bitte den da. Kannst du dich noch bewegen? Ich glaube nicht, ne? Ne, kannst du nicht. Ich will gar nicht wissen, was der kann. Stehst jetzt leider ziemlich... Ah ja, du kannst dich jetzt noch bewegen. Perfekt. Dann gehen wir hier ein volles Cover. So, den VIP haben wir noch und den Creep haben wir noch. Creep hat 44% auf den. Wow, wow. Warum nicht? Jo! Man muss auch mal Glück haben. Okay, das war eine ziemlich gute Runde. Und wir haben sogar noch hier unseren VIP. Können wir nach vorne bringen. Wir haben nur noch 8 Runden. Einmal bitte das Loot aufheben. Hoffen, dass was Cooles dabei ist. Ein Iridiumkern, das ist schon mal sehr gut. Und ein Mehrlader. So, mit den Iridium-Dingern kann man später coole Sachen herstellen. Zum Beispiel die neuen Rüstungen. So, dann holen wir den A nach oben, nach vorne. Ja. Hier hin bitte. Ich rücke aus. Und dann machst du mal einmal nachladen. Holen wir sie uns. Machete bewege ich jetzt erstmal noch nicht. Schauen wir mal mit dem Professor hier vorne ein bisschen um die Ecke. Nix. Okay. Nachladen. Solange keine Feinde da sind, ist das alles noch in Ordnung. Roger that. Lass die Glöffel nach vorne. Machete nach vorne. Ein VIP. Jetzt machen wir hier hinten. In Deckung. Den Lesrak. Ich möchte mit dem nicht zu weit nach vorne. Ich hab Schiss um meine Truppe, weil wir haben wirklich keine Unterstützung mehr. Also keinen. Okay, I'll go. So, wir müssen aufs Dach. Und hier sind sie wieder. Das sind ja die, die wir eben schon mal gesehen hatten. Ah, sehr gut, der Große geht an die Seite.
80, 70, 62. Warum habe ich hier nur 70%? Ich habe den doch eigentlich geflankt. Ah, der hat eine hohe Verteidigung, alles klar. Gut. Wir lassen es erstmal so. Denn wir wissen ja, wenn wir mit dem Bero jemanden töten, dann kann er sich nochmal extra bewegen. Und schauen erstmal, ob die anderen hier noch ein bisschen bessere Sicht oder so haben. Professor Creep hat Scheiße an Ziel. Wo Sniper sind auch nicht viel besser. Obwohl Plastiklöffel hat eine ziemlich gute Hitchance. Also machen wir das mal. Ach, nur 4 Schaden, weil es ein Streifschuss war. Aber 4 Schaden sind 4 Schaden. Nimm die. Und der brennt auch noch, das ist auch noch gut. So. Lesrak Dark hat 50%, könnte auch noch eine Granate schmeißen. Ich glaube, ich bringe ihn mal ein bisschen näher ran. Guck dann mal mit der Granate, wie weit ich komme. Das Gute an den Granaten an Dächern ist ja immer, dass man eventuell noch Fallschaden dazu machen kann. Hier kriege ich 2. Jetzt hat der Sektoid hier auf jeden Fall noch Fallschaden bekommen, glaube ich. Weil er eine Etage tiefer gerutscht ist. Ja, er ist sogar tot. Perfekt. Jetzt haben wir natürlich den Weg abgeschnitten für den Beru. Dann müssen wir einmal ganz außen rum, um zum Punkt hier zu laufen. Aber wir können auch zum Beispiel hier unten lang. So. 42% immer noch vom ihm hier, du hast 41%. Das ist auch nur halbe Deckung. Wir schauen mal, was der Bero kann hier. 70%. Und wir können Sturm und Schuss machen. Das würde ihn nicht töten. 'Vielleicht schieße ich wirklich vorher nochmal mit jemand anderem drauf. Eventuell kann ich mich mit Sturm und Schuss den hier flanken und töten. Das ist unwahrscheinlich, aber wer weiß. Feuerschutz. Probier's mal. 42%. Wir haben auch mal Glück, diese Runde kommt. Nee. Okay, nicht erwischt. Einmal kein Glück. Professor Creep. Auch nur 41 und hat nur eine Blendgranate. Ich weiß auch nicht, ob das viel mehr bringt, wenn ich jetzt hier näher rangehe. Ich guck mal, die Trefferchance ist wegen der Waffenreichweite -2%. Vielleicht bringt es was, wenn ich einen Tick näher rangehe. Ja, 55%. Ah, wieder daneben. Komm schon. Ja, korrekt. Okay, nur noch Machete. Ich nutze dann den Sturm und Schuss. Gehe zumindest mal ein bisschen in Deckung. Sieben Schaden, dadurch überlebt er. Mit 2 Lebenspunkten. So, unser VIP geht in Deckung. So, jetzt bin ich gespannt, was die können. Hm. Der brennt ja auch noch, der Archon. Okay, der kommt neben den Bero.
und haut ihm für 7 Schaden einer über die Mütze. Oh, 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 nein, nein, nein. Nein. Gut. Nicht gegen den Bero, mein Freund. Also wenn der jetzt seine Waffe abgefeuert hätte, hätte er den Bero getötet, glaube ich. Alles klar. Gut. Löffel muss nachladen. Let's do this. Inzwischen auch relativ zuverlässig bei Plastiklöffel. Befehl bestätigt. So, Professor Creep. Schwerthieb gegen den Archon. 63%. Come on, Professor Creep. Ja, daneben. Läuft. Läuft. Stolen Feuerschutz. Einfach nur A. Pistolenfeuerschutz, die beiden bringen mir jetzt hier gar nichts. Nesrak, kommst du nach oben? Kommst gerade so nach oben? Komm mal her. So, ich gehe stark davon aus, dass der Machete einen tötet. Auf jeden Fall. So. Wir haben noch eine Säuregranate. Bessere Chance habe ich auf dem. Der Sektoid hat... Ah. Okay, komm Lesrak. Sehr gut. Genauso. Ah, und der kann sich sogar noch bewegen. Perfekt. Ich gehe. So, Machete. I'm trusting you here. 100%. 55% Crit. Scheiße, der überlebt. Running dry on ammo. Fuck, fuck, fuck. Könnten Machete verlieren. Wenn der Typ jetzt hier trifft und seine Waffe... Aber er läuft lieber und kriegt noch einen Overwatch. Und stirbt. Jo. Hostile Target down. Ein Hoch auf den dumme KI. Sektoids sind nicht die Schlausten. So. Jetzt bringen wir die Leute alle mal nach oben. Hier ist ja momentan niemand als Gegner irgendwo in der Nähe. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal ziemlich ungestört hier oben breit machen. Und nochmal eine Nachladerunde einlegen. Los, los, los! 4 Runden dürfte auch langen bis zum Evakuierungspunkt. So, Machete nachladen. Oh yeah. Und Feuerschutz. Affirmative. Covering now. Professor Creep. Los. Nachladen. Holen wir sie uns. Unser VIP geht mal neben unseren Machete. Und der Lesrak lädt mal nach. Sagt auch mal Feuerschutz. Feuerschutz. Männer 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Einmal bitte den VIP-Resafen hier. Raus.
VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Haben wir das nämlich schon mal geschafft? Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. So, und dann retten wir den Bero auf jeden Fall, damit der auf jeden Fall überlebt. Weil der ist ja nah dem Tode. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann ist der höchstwahrscheinlich hin. So. Können wir eigentlich alle schon rüberbringen? Ich könnte sogar sein, dass wir alle schon rüberkriegen. Ich glaube schon. Double time. Sieht gut aus. Alles klar. Selbst wenn wir da jetzt nur einen aufgedeckt hätten, das wäre nicht schlimm gewesen. Bin schon dabei. So, einziges Manko, okay, dass wir Hexen verloren haben und damit schon wieder einen Spezialisten weniger haben im Team. Raus. Nichts wie weg. Raus. Genau rechtzeitig. Raus. Genau rechtzeitig. Und raus. Evac confirmed. Manus 1-5, Status bestätigt. Puh. Mission erfüllt. Das ohne Heilung. Ja, Machete wieder hier überall dabei. Aber auch Lessack, ich... Gut, dass wir ihn dabei hatten, den Major. Aber auch die Professor Creep und einfach nur A. Gute Arbeit geleistet in diesem Spiel, in dieser Mission. Und der Flug dauert ziemlich lange. So, und deshalb müssen wir wirklich hoffen, dass wir auf der Weltkarte jetzt mal ein bisschen Verschnaufpause kriegen, um uns ein bisschen mal ein bisschen auszubauen. Ein bisschen Ressourcen zu sammeln, wieder neue Rekruten an den Start zu bringen, ein bisschen unsere Basis auszubauen und neue Rüstung mal zu erforschen. So, wir haben zweimal Beförderung, ja, und Hexin ist gefallen. So, wir nehmen mit Schnellziehen nicht. Ne, wir nehmen Tod von oben. Das Ausschalten eines auf niedriger Position befindlichen Pfeils mit Pressen erfordert nur eine Aktion und beendet die Runde nicht. Das ist doch mal gut. Und auch einfach nur A kriegt einen Distanzschuss. Neun Einsätze, 13 Kills. Wir werden dich vermissen. Gerade weil du Specialist warst, Hexin. Wir haben einen Iridiumkern und einen Nachlader. Und der Nachlader ist ziemlich cool. 10% das Chance, das Ziel automatisch zu töten. Und wir haben einen neuen Ingenieur. Und Lessracks Wille ist wiederhergestellt und sogar erhöht worden. So, und hier den neuen Ingenieur schicken wir direkt mal hier zum Aufräumen. Obwohl, stopp! Nee. Wir machen das anders. Zurück. Anstatt jetzt drei Ingenieure in einem reinzuziehen, ziehe ich die Fiona wieder ab und lasse hier schon mal die Energiespule weiter ausräumen. Da kriegen wir nämlich Kristalle. Diese Spule liefert uns zusätzliche Energie für die Avenger-Systeme. Aber wir müssen eine Abschirmung hinzufügen, um die Crew zu schützen. So.
Wir haben ein paar Vorräte. Können wir hier irgendwas Cooles hinbauen? Maximaler Energieverbrauch erreicht. Nicht genug Energie. Ja, das lässt sich ja beheben. Und hier haben wir auch nicht genug Energie. Das kostet 5 Energie. Ich will das Psi-Labor haben, Leute. Das heißt, wir müssen auch hier wieder den Typen abziehen. Stecken da oben das Energierelais wieder ein rein. Haben jetzt genug Energie für das Schattenlabor. Für das Psi-Labor. Nämlich genau gerade richtig. Bau des Psi-Labor. Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr. Ja, ja. Sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. So, im Testbereich. Da gehen wir auch nochmal rein. Können wir nämlich auch noch was Neues herstellen wahrscheinlich. Feldmedizin, dafür brauchen wir Vorräte, die wir nicht haben. Schädelauswertung, was macht den Schädel? Schädelauswertung. Ja, die müssten wir eigentlich auch machen. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall irgendwann Rüstung. Was sagt denn unsere Forschung? Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran. Die arbeiten an der Plattenrüstung. Noch 5 Tage. Advent machte ständig Fortschritte darin, die... So, wir holen uns aber unsere Vorräte. Avenger berechnet neuen Kurs. Sehr schön. Neues Personal rekrutieren. Ja, das brauchen wir. 5, 5, 5, 5, 5. Willkommen, Commander. So, wir hätten den Gierfalken, einen Spezialist. So, wir brauchen erstmal den Informationsbeschaffung. Momentan haben wir, dass wir schneller bauen, kann das sein? Kostet 25 Vorräte. Mehr Infos. So, der kostet 200 Vorräte. Das können wir uns nicht leisten, Leute. Den Gierfalken können wir uns nicht leisten. Wir können uns den Wissenschaftler auch nicht leisten. Das sind zu viele Vorräte. Die wir hier verballern. Das geht nicht. So. Gehen wir zum Schwarzmarkt, holen, also Informationen würde ich auch ganz gerne holen, aber ich glaube, wir gehen mal zum Schwarzmarkt. Wir brauchen ein bisschen gucken, ob wir da ein bisschen Vorräte sammeln können. Ich wusste nicht, dass die hier unten so scheiße teuer sind, ey. 200 Vorräte für einen Spezialisten. So, Inventareinheit verkaufen erstmal. Wir haben ja bestimmt ein bisschen Zeug. Hier ein paar Mutonleichen weg. Viper-Leichen können wir auch ein paar verticken. Gesichtslosen Leichen würde ich ganz gern noch behalten. Betäubungslanzenträger auch ein paar wegtun. Das Datenpad haben wir auch noch nicht analysiert. Schädelstecker und Medkits würde ich auch eigentlich behalten. Wir haben kaum Zeug. Wir haben schon so viel vertickt hier in letzt, ne? Soldatenleichen. Sektoiden.
Hier die Nanoschuppenweste, die können wir verticken, die braucht kein Schwein. Legierung brauchen wir später selber, die Kristalle auch. Ja, aber immerhin ein paar Vorräte. Dann gucken wir mal, was wir kaufen können. Wir können für Informationen Vorräte kaufen. Gar nicht so verkehrt. Ich mache das mal. Dann können wir Geschwindigkeit... können einen Stecher kaufen. Okay. Automatiklader. Können Legierungen kaufen. Beschleunigte Forschung für die Plattenrüstung. Puh. Ich glaube, ich spare das Info, aber erstmal jetzt den Rest des Infos, den wir haben, um neue Gebiete zu rekrutieren, weil das bringt uns auf Dauer auch mehr Einkommen. Einmal zurück. In die Waffenkammer. Ja, unsere Leute sind bald auch schon wieder fit. So, wir müssen aber mindestens zwei Leute rekrutieren, die wir jetzt zum Specialist machen, Leute. Soldaten anzeigen. Ah nein, das sind die. Rekrutieren. Da haben wir den Blattskorpion. Und den Samur. Komisch, wie der Samur aussah, so habe ich den gar nicht editiert, so habe ich den gar nicht eingestellt. Fliegt, was größtenteils Dr. Shens Verdienst ist, fühle ich mich etwas nutzlos. Ich bin heilfroh, dass der Commander die schweren Entscheidungen trifft. So, mal raus. Soldaten anzeigen. Da ist der Samur. Ah, seht ihr, ich habe dem nämlich eigentlich hier so einen Helm gegeben. Dem Samur. So, der Samur wird auf jeden Fall geschickt in die Guerilla-Taktik-Schule. Ja. Und zwar wird der Specialist. Sehr schön. So, und wisst ihr, was wir dann machen? Wir kaufen jetzt einfach irgendeine weiblichen Random und bauen den zu Hexin der Zweiten um. Bloodscorpion rekrutieren wir auch mal direkt. Guck mal, hier ist Eukalypt da. Perfekt. Rekrutieren. Eukalypt können wir gut gebrauchen. So, dann gehen wir in die Guerillaschule. Und sagen mal... Ne, wir wollen ja Hexen editieren. Rekrutieren. Sonst noch irgendwen hier drin, den wir kennen? Hier, Lena Cola wird jetzt gleich umgebaut. Soldaten anzeigen. So, individualisieren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das jetzt gemacht hatte hier. Aber erstmal machen wir hier das Excel. Oh, ein Screenshot, ja. Bestätigen. So, Biografie. So. Auf jeden Fall kommt hier die Gesichtsbemalung auch wieder zum Einsatz. Ohne das untere Ding sieht das ein bisschen komisch aus, aber wir haben auch momentan diesen Totenschädel-Bandana gar nicht. Nicht so cool.
hat man wahrscheinlich auch nur, wenn man die nochmal später dann erstellt oder wenn die aufsteigen, muss man halt ein bisschen warten. Machen wir es so lange so. Lass die Toten bleiben trotzdem bei ihrer Rüstungsfarbe. Ich glaube, sie hatte grün und rot. Wenn ich mich da richtig entsinne. Die Waffe war, glaube ich, auch rot. Stimme war, glaube ich, britisches Englisch. Roger that. Good to go. Move, move, move. Location confirmed. Na, das passt alles irgendwie nicht so richtig. I'm all over it. Augenfarbe. Keine Ahnung. Irgendwas random. So. Gesicht, kann man da irgendwie was Fahleres irgendwie machen? Weil es ja Tote. Egerheim nicht mehr viel von sehen. Ist ja ein untotes Hexchen. So. So sieht es noch am besten aus. Okay. Ah, hier kann man aber nur einen erstmal ausbilden, oder? Kann man das? Nur einen? Ne, ist schon okay. Spezialistin, oder was? Einen kann man nur. Kommandozentrale, Kampftechnik, können wir da irgendwas holen? Wir haben ja jetzt ein paar Vorräte. Bleib bei mir. Soldaten verbluten, anstatt direkt zu sterben. Wäre nützlich bei unserem Zeug. Ne? Die PKS-Boni sind deutlich erhöht. Okay. Wenn ein Offizier stirbt, halten wir taktische Boni. Feinde lassen einen zusätzlichen Gegenstand fallen. Auch sehr nützlich. Sprengkörper kann kritten. Feuerschutzreflexschüsse plus 10 bei Spezialisten. Möglichkeit kritische Treffer zu erzielen. Scharfschützen haben mehr Crit. Angriffe gegen flankierte Ziele mehr Schaden. Die hier unten sind günstig. Die hier oben nicht so. Ja, das Verbluten hätte uns Hexen jetzt eben auch nicht erspart. Die war ziemlich nah am Anfang gestorben. Aber im Prinzip ist das eine gute Sache. Eineinhalb Nöten für die ersten zwei Kampfrunden, 3 Mobilität, wenn sie verborgen sind. Auch nicht schlecht für diese ganzen mehr Gegenstände. Wir haben jetzt Zeug. Was machen wir damit? Das Psi-Labor. Wir graben aus. Leute. Ich
Ich weiß es nicht. So viel, was ich auf einmal irgendwie hinkriegen muss. Hier gibt es Alien-Legierungen. Kontakt herstellen. Wir können auch... Könnte man hier nicht irgendwo auch... da sind schon, ne? Wir haben schon überall diese Antennen hingebaut. Hier in Osteuropa haben wir noch keine Antennen hingebaut. Wir stellen erstmal Kontakt zu Westeuropa her, damit wir ja auch Zugriff hier auf das hier haben. Kostet uns 120 UFO. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ist okay. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Sehr gut, wir haben die Plattenrüstung. Sehr schön. Und den Spinnenanzug und den Exo-Anzug auch noch. Jetzt sind wir in the business, was Defensiv-Sachen angeht. So, Illyrium, die Schildträger-Autopsie, die Mython-Autopsie, die Berserker-Autopsie. Oder wir holen uns mit dem Datenspeicher Informationen über Advent und über die Aliens. Das dauert 5 Tage. Schildträgerleiche dauert nur 3 Tage. Mutons und Berserker. Ich weiß nicht mehr, was man... Ich glaube, beim Berserker kriegte man so ein Stimulanz, was ich eh nicht benutze. Bei den Mutons weiß ich es gerade nicht mehr, was man da bekam. Ich glaube, da kriegt man Granaten, kann das sein? Bessere Granaten? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das hier schaltet neue Forschungen frei. Deswegen mache ich das mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. So, Technik. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Okay, hier können wir jetzt Sachen machen. Wir brauchen Bluescreen-Geschosse. Wir brauchen ein Imitationsgerät. Wir haben zu wenig Advent-Soldaten. Ich habe eben welche verkauft, Leute. Fuck. Fortschrittliche Psi-Verstärker. Sektoidenleichen, Vorräte, Kristalle, Legierung. Haben wir noch. Okay, stellen wir schon mal her. Wir haben zwar noch keinen Psi-Soldaten, aber... Das kotzt mich jetzt hier gerade an. Das wäre wichtig gewesen. So, ich gehe mal raus und gehe mal in den Testbereich. Die Auswahl ist nicht groß, aber ich hoffe, wir finden ein paar Rekruten, die mit einem Schraubenschlüssel umgehen können. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Advent-Soldatenleichen, ey, wir haben die vertickt. Aber wir haben einen Exo-Anzug auf jeden Fall mal hergestellt. Das heißt, einen Soldaten kriegen wir mal geschützt jetzt hier. Advent-Soldaten. Kann man die auf dem Schwarzmarkt wieder zurückkaufen? Ich glaube schon, ne? Wir scannen ja erstmal zu Ende, ist nur noch ein Tag. Signal ist laut und deutlich. Dann spreche ich die Filmsequenz mal ab. Neue regionale Kontakte gefunden. So, dann gehen wir zum Schwarzmarkt, oder? Berechnet neuen Kurs. Wir haben momentan vom Avatar-Projekt auch relativ viel Platz. Also wir haben dieses Ding hier, das wir jederzeit angreifen können, um die Leiste wieder zu senken. So. Offiziersleiche. Ne, man kann die nicht zurückkaufen.
Scheiße. Dann hoffen wir, dass wir ein paar Soldaten, was wir ein paar Soldaten jetzt begegnen, in einsetzen, damit wir das Zeug jetzt auch mal herstellen können. Das war ein dicker Fehler. Okay. Die Ausbildung von Samu ist gleich fertig. Wir gehen mal hier und bauen hier mal ein Funkrelais. Setze Kurs auf die, damit wir noch mehr Vorräte rauskriegen am Ende. Kostet erstmal, aber es lohnt sich später. Ein Guerilla-Einsatz. Überprüfen wir mal. So, wir haben drei Sachen zur Verfügung. Reduziert die Zeit der Vergeltungsschläge. 2 Wochen ist jetzt nicht so wild und wir bekommen Wissenschaftler. Na. Dann haben wir Mittelschwierigkeitsgrad, das wäre gut für unsere Rookies. Ist auch ziemlich gut, weil sonst kriegen wir hier mehr, einen Block mehr im Avatar-Projekt. Und wir kriegen Vorräte, perfekt eigentlich momentan. Dann haben wir eine Schwere, da würden wir einen Spezialisten gewinnen, der aber nicht im Nordpol ist, das heißt, wir müssen ihn umbenennen. Ist schwer und reduziert die Zeit für die Alien-Einrichtung um 2 Wochen. Nee, wir machen hier Ostafrika, dann können wir unsere Rookies mitnehmen. Bei nur einem Mittelschwierigkeitsgrad bestätigen. Und da könnten auch vielleicht dann ein paar schlechtere Gegner unterwegs sein. Aber der Samu ist noch gar nicht fertig, ne? Oder ist er schon fertig? Ach, der ist noch 2 Tage in der Ausbildung. Fuck. Ganz cool. Ja. Ja, Rekruten mitzunehmen ist auch Dummheit. Das bringt's nicht. Hätten wir mal was Schwierigeres nehmen können. Aber gut, vielleicht ist es ganz gut für die Privates, die wir hier haben. Wir schauen beim nächsten Mal wie wir diesen mittelschweren Einsatz hier hinter uns bringen. Bis dahin, have fun, euer Koala. Tschüss.